Kanal 1 und das ist mein Goliath-Goli aus dem Hause Borgward. Ich habe jetzt einen Frachtauftrag zu erfüllen. Ich habe Getreide von der Hagener Mühle zur Gellenbecker Mühle zu bringen. Auf dem Weg dahin werde ich euch einiges zu dem Fahrzeug erzählen. So, dann fahren wir mal los. Ortsdurchfahrt von Hagen am Teutoburger Wald, ein kleiner idyllischer Ort südlich von Osnabrück. In diesem Ort ist auch mein Fahrzeug beheimatet. Auf dem Weg zur Gellenbecker Mühle wollte ich euch einiges erzählen zum Goliath insgesamt, beziehungsweise zum Goli. Diese Baureihe Goli wurde von 1955 bis 1961 gebaut und ist die Nachfolgebaureihe des GD750. 1955 oder in den Monaten davor hatte sich Karl Friedrich Wilhelm Borgward überlegt, den GD750 abzulösen und durch ein neueres, moderner anmutendes Fahrzeug zu ersetzen. Und da sollte der Goli werden. Er hat sich dafür einiges überlegt. Er hat sich gedacht, wie mache ich das am besten? Und hat dann in die Kiste gegriffen und hat sich dazu entschieden, beispielsweise das Armaturenbrett vom PKW zu nehmen, um auch eine gewisse PKW-Anmutung in das Auto zu bringen. Wie hat er das gemacht? Er hat das ursprüngliche PKW-Armaturenbrett genommen. Es wurde einfach seitlich beschnitten und in die Blechkontur des Goliaths eingepasst. Auch das äußere Gesicht sollte sich ändern, sollte etwas mehr PKW-Anmutung bekommen. Und somit hat er die Scheinwerfer, die beim GD750 noch außen angebracht waren, in die Motorhaube integriert. Das Auto wurde in zwei Varianten gebaut. Von 1955 bis 1957 als luftgekühlter Zweizylinder Zweitakt mit 16,5 PS und von 1957 bis 1961 als wassergekühlter Motor, der dann aus dem GD750 übernommen wurde, weil der luftgekühlte Motor thermische Probleme hatte und die Motoren reihenweise ausfielen, hat man sich zu dieser Rückrüstung entschieden. Von dem Auto bzw. der gesamten Goli-Baureihe wurden in etwa 9.900 Fahrzeuge gebaut, wovon heute noch um die 180 Fahrzeuge registriert
registermäßig verzeichnet sind. Die Fahrzeuge wurden in unterschiedlichen Ausführungen hergestellt und verkauft. Als Kastenfahrzeug, als Kofferaufbau und als Pritschenversion. In der Pritschenversion gab es zwei verschiedene Ausführungen, einmal die Hochpritsche und die Tiefpritsche. Die wiederum in zwei verschiedenen Ausführungen, was die Bordwände anging. Es gab die viel verbreitete Version mit den Holzbordwänden und die Version mit den Stahlbordwänden, so wie dieses Fahrzeug ausgerüstet ist. Das Fahrzeug wird angetrieben durch diesen Zweizylinder-Zweitaktmotor über ein Viergang unsynchronisiertes Getriebe, letztendlich die Kraft übertragen auf die Hinterachse, die über eine Kardanwelle verbunden ist. Das ist ein großer Unterschied zu den auch zu dem Zeitpunkt üblichen Tempofahrzeugen, die ja ein Frontantrieb waren, wo dann der Motor direkt auf der Vorderachse saß und die Kraft über eine Kette auf das Vorderrad angetrieben wurde. Wenn man Glück hat, kann man mit diesem Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 60 bis 70 Stundenkilometer erreichen. Das ist auch ein bisschen abhängig von der Witterung und den Temperaturen und auch von der Motorvariante. Laut Angaben in den technischen Daten soll der Luftgekühlte etwas schneller sein als der Wassergekühlte. Von dieser Ausführung, wie ich sie habe, also die Stahlpritsche oder die Hochpritsche mit dem luftgekühlten Motor existieren weltweit noch ca. 9 Fahrzeuge. Auch in den Rahmenausführungen gab es zwei Varianten. Einmal der normale Rahmen mit 3 Meter Abstand der Achsen zueinander und der längere Rahmen mit 3,30 Meter sowie auch zwei Spurbreiten, einmal die Normalspur mit 1,40 Meter und die breite Spur mit 1,60 Meter Spurweite an der Hinterachse, so wie dieses Fahrzeug das auch hat. Ich habe das dort entdeckt und wir sind zum Fundort gefahren, haben uns das Fahrzeug dort angesehen und haben es in einer Scheune gefunden, völlig eingestaubt. Es hat dort 40 Jahre gestanden. Es war unberührt, es war relativ vollständig und unverbastelt, was mir besonders wichtig war, und stammt
aus Erstbesitz von einem Stuckateur betrieben. Wir haben das Auto dann im Herbst 2004 abgeholt und einer Komplettrestauration unterzogen. Das Auto wurde komplett zerlegt und wieder komplett neu aufgebaut. Besonders herausfordernd ist dabei, dass die Ersatzteilsituation äußerst problematisch ist. Was man so nicht mal ergattern kann, muss man halt nachfertigen. Und das braucht halt alles seine Zeit. Beispielsweise ist die komplette Pritsche inklusive der Stahlbracken neu erstellt worden. Und das braucht auch halt seine Zeit. Wie gesagt, knapp 10 Jahre hat die Komplettrestaurierung gedauert. Und in 2014 habe ich das Fahrzeug dann erneut zum Verkehr zugelassen. Und seitdem fahre ich das Fahrzeug eigentlich zu allen Anlässen, mache private Transporte damit. Und das Fahrzeug läuft eigentlich für mein Dafürhalten sehr gut. Ich habe die Zweitinbetriebnahme, habe ich ungefähr 6000 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren. So, wir sind jetzt auch gleich schon am Ziel. Wir nähern uns der Gellenbecker Mühle und dort werde ich dann den Frachtauftrag beenden, werde das Getreide dort abladen und dann wieder nach Hause fahren. Gebäude wird vom Kulturverein instand gehalten und hier sind auch Mahltage, sodass das Korn auch gut angebracht ist. Ich werde meine Fracht abladen und dann ist mein Auftrag auch erledigt. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich im richtigen Leben einmal wieder. Tschüss!